Der Kabel Imperial I910GB mit ausweisbarer Mehrwertsteuer. Der lief gewerblich auf Langstrecke, ist Ende 22. Genau, aus 8/22. Der Wagen hat ein paar Kilometer gelaufen, ist jetzt super eingefahren. So, habt ihr in Zahlung genommen? Ja. Ist ein Mercedes-Benz drunter, ein Sprinter mit Automatik, mit Vollausstattung. Die kommen immer volle Hütte. Die sind wirklich immer volle Hütte. Also da ist mit Fußbodenheizung, alte Warmwasserheizung, Klimaanlage und. Ja, wir sind bei Ferge und Welz. Heute ein paar schicke Gebrauchte, die wir filmen. Du bist der? Haie. Hallo Haie, du? Maurice, hallo. Maurice, du bist Kfz-Mechatroniker und kriegst jetzt noch eine Ausbildung hinterher. Genau. Als was? Automobilkaufmann? Ja. Ist das schön, Kaufmann statt Techniker? Es hat beides seine Vor- und Nachteile, würde ich mal sagen. Also im Großen und Ganzen bin ich froh, dass ich die erste Ausbildung auch gemacht habe, um diesen technischen Hintergrund zu haben. Aber ich denke, ich fühle mich hier im kaufmännischen Bereich doch wohler. So, Preisfrage, wo werden die gebaut? Schweden. Ja, steht sogar drauf. Steht hinten drauf, ja. Made in Sweden. Genau. So, das Ganze ist aus Aluminium beplankt, ist gebaut wie die Wohnwagen, die sind zertifiziert. Von minus 50 bis, glaube ich, plus 40 Grad. Also das minus 50 waren sie der Kältekammer. Alte Heizung mit drin, extremes Sandwich, ein Lüftungssystem ist eingebaut. Und guck mal, allein die Thule Markise, eine Omnistor mit drin. Das Ding ist eine richtige Flunder. Die Länge, Haie? Der Markise oder des Wagens? Des Wagens. Des Wagens, da bist du bei fast 9 Meter, ne? Fast 9 Meter. 8,80 Meter. Komm, kommen wir schon mal drauf. I910GB. Länge ist 9,32 Meter, Höhe ist 2,33 Meter, nee, 3,07 Meter und die Breite 2,33 Meter. Das kann man nicht wissen, weil es gibt das Auto tatsächlich in der Länge, die du gerade beschrieben hast, als Dreiachser. Das ist, glaube ich, wirklich der längste, den es gibt. Ja. Also über 9 Meter Länge, aber trotzdem, du kommst damit, du kennst die Hümer, die langen Doppelachser? Ja. Ja, das ist ungefähr vergleichbar von der Länge her. Aber ja, du bist der Niesmann auch, ne? Der Arto, das ist ja auch so vergleichbar, der 88er EK zum Beispiel von Niesmann, da bist du auch bei 8,70 Meter, 8,80 Meter dann. Ne? Was das Geile ist an dem Auto, das ist wirklich die Laufruhe. Ja. Du fährst da rein, du merkst die 9 Meter überhaupt nicht. Nein, die merkst du nicht. Allein durch die Nachlaufachse liegt der Wagen einfach sehr, sehr ruhig auf der Straße. Ne? Dann hörst du den Motor kaum, der Mercedes ist echt leise. Ja. Die haben alles eingebaut, das ist natürlich ein Fronttriebler. Ja. Muss man wissen, nasse Wiese, 9 Meter. Weißt du aber, wer ist damit schon auf einer nassen Wiese? Die kommen aus Schweden, da ist eine Infrastruktur für Wohnmobile, das kannst du dir nicht vorstellen. Du warst schon oft in Schweden? Tatsächlich noch gar nicht. Du, Haie? Nein. Was? Ich auch noch nicht. So, jetzt haben wir... So, Made in Sweden, ich wollte mal gucken. Guck mal hier, Innovation Design bei Kawe. Was könnte das sein, Haie? Große Preisfrage. Jo, ich habe ja schon... Ist, ne? Innovation Design, das heißt also, die gibt es tatsächlich nur von Kawe. So, nee. In der... Nee, Innovation Design ist was viel Cooleres. Das hier, diese Schrift, ist lackiert. Oh, ja, die stimmt. Ist mit einem Drucker draufgedruckt, das sind keine Aufkleber. So, und Kabe gibt die Garantie dafür, dass diese Schrift hält. Du kennst das ja, die Aufkleber nach 8 Jahren. Ja, die verbleichen aus oder lösen sich, ne? Kaputt. Und das nennt sich bei Kabe Innovation Design. Das bedeutet, das ist komplett lackiert. Kannst du auch nicht wissen, hat mir der Vertriebsleiter von Kabe erzählt. Und wenn du hier drüber fährst, also da ist nichts, ja. Wenn du mal gerade so lieb bist, mal mit dem Fingernagel. Ja, da ist gar nichts. Gar nichts. Nicht eine Kante, nicht eine. So, und die haben gesagt, also das sind auch Lacke, die sind so, die bleichen nicht aus, sodass es ein Leben lang hält. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter kommt. Das Ganze kommt ja wirklich aus einem Gebiet, wo die das im Winterurlaub benutzen. Also, aber ein Land, du hast an jedem Campingplatz eine Steckdose mit 3 kW. Also es ist wirklich so. Ja, Infrastruktur Schweden ist etwas weiter als hier. Ja, das habe ich gehört. Also in jeder Tankstelle sogar, damit LKWs die Standheizung laufen lassen können, damit sie nicht einfrieren. Da vorne ist die Heckgarage. Auch da hast du viel Platz. Hier siehst du auch nochmal den Sitz. Du hast wahrscheinlich eine Face-to-Face hier drin, das werden wir gleich mal sehen. Nee, du hast, das ist ein Fünfsitzer. Fünfsitzer? Ja. Da kannst du einen umbauen, da ist nochmal Außendusche ist mit eingebaut, dann Verzoösen mit drin, hier nochmal ein kleiner Kleiderschrank. Er riecht schwedisch, er hat einen ganz eigenen Duft, oder? Der ist total eigener Duft, also man muss natürlich zu sagen, er ist auch fast neu, ne? Was hat er gelaufen jetzt, ungefähr 6 Monate? Der hat, glaube ich, 16.000 oder 17.000 Kilometer. Ist ja auch nichts für einen Sprinter. Nein, um Gottes Willen. So, guck mal hier, ausziehbare Schwerlastauszüge für die Gasflaschen. Wo sieht man denn das schon mal? Ja, mit natürlich einer Duo Control mit eingebaut.
Also das ist vorbildlich, oder? Das ist total genial. Ne? Du hast einfach nicht mehr diese Würgerei der Gasflaschen in den Wagen rein, sondern du stellst sie wirklich drauf, schiebst die ganze Plattform rein und hast deine Ruhe. Ne? So, Mehrwertsteuer ist ausweisbar, Kinder. Also liebe Unternehmer. So, was gibt es denn noch zu sehen? Hier vorne können wir mal reinschauen. Da könnte das Chassis-Paket drunter sein, aber ich lasse es mal offen, bevor wir reingeschaut haben. Die haben nämlich normal so Skifächer mit drin, dass du also Dinge, die nass werden dürfen. Nee, ist ein normales Staufach. Da ist eine Klappe drin. Da ist aber nochmal, guck mal, ein Schwerlastauszug drin. Und serienmäßig bei Kabe hast du hier Euroboxen. Die kannst du rausziehen, kannst die vorderste Box rausnehmen und kannst die andere durchschieben. Cool. Ja, total cool. Kriegst wenigstens was unter, ne? Sag mal, du hast deine Kleinigkeiten und du musst die nicht aus dem Doppelboden raussuchen, sondern du ziehst sie einfach raus. So, Außengasanschluss ist hier mit drin. Und wir gehen mal auf die andere Seite, gucken mal, was so drin ist. Gut, Seitsfenster, Stand der Technik. Ja. Dann das Heck ist ganz neu, Imperial. Ja, ich habe ja mal einen etwas kleinen Bruder gefahren, damit ist man schon ein bisschen der King. Also wenn du damit unterwegs bist, alle gucken so ein bisschen Kabe, was ist das? Viele kennen das noch gar nicht. Aus Schweden, das ist übrigens das Bremslicht oben. Hier oben. Da wird noch mitgebremst. Sehr innovativ, ne? Ja, gut. Muss man auf Herbei sagen, ich glaube, in Schweden ist der noch mal ein Stückchen teurer, der Wagen. Das auf jeden Fall. Und vor allem, wir müssen ja einfach auch sehen, Kabe kennt ja, oder wenn man es kennt, ist es ja eigentlich nur durch die Wohnwagentechnik überwiegend. Ne? Und jetzt sind sie ja wirklich auf die Reisemobile. Wirklich sehr schönes Fahrzeug. Bauni in Schweden, also immer volle Hütte. Das Ganze bei Ferge und Wels. Ihr seid ja nicht weit weg von Schweden im Vergleich zu München. Nein, das stimmt. Ein paar Kilometer sind es dennoch, aber du bist schnell da. So, also ich habe keine einzige Delle gesehen bisher. Dann Leichtmetallfelgen sind drauf. Die kommen, glaube ich, noch mit Original Winter, also mit den Originalfelgen, die sind noch dabei. Das könnte sein, dass sie noch eingelagert sind. Alte Heizung, Warmwasser. Das ist also wie in den großen Linern. Ja, bitte mal hier öffnen. Jetzt könnte es das Chassis-Paket sein. Also darunter ist normalerweise eine Box, die darf nass werden. Nee, auch hier Staufach. Auch hier wieder Schwerlastauszug. Guck mal. Wann kommt denn endlich mein Chassis-Paket? So, auch wieder mal zwei Boxen. Insgesamt 4 Stück, die hier drunter sind. Kannst du durchziehen. Nee, hat Überklappen. So. Da ist er drin. Mal gucken, was hier drunter ist. Der Tank. Mit Magnet gehalten. So, hier noch ein kleines Staufach mit drin mit Schiebern. Elektrische Abwasserschieber. Guck mal. Ach, Kinder. Und da, guck mal, da ist jetzt mein Teil. So. Das kannst du rausziehen und das geht bis nach China, kannst du das ziehen, ja. für Skier. Da ist unten drunter eine Stütze, wenn du die mal gerade rausfährst, unten drunter, guck mal. Du kannst das hier einfach hier festmachen, guck mal hier. Da mal gerade ein bisschen runterlässt und auflässt, jetzt ist zu und da ist eine Stütze drin, da kannst du das ganze Ding abstellen und kannst es dann anschließend bedienen. Sauber. So, guck mal ins Cockpit rein. Guck mal, mit kleine Trittstufe, ist ja süß. Schön, ne? Das sind die entscheidenden kleinen Details. Ganzes angearbeitet. Privacy-Verglasung, da kommen wir aber gleich mal mit rein. Und natürlich eine Hubstützenanlage. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier für ein Sitz? Das ist ein SKA-Sitz, aber der ist ja wirklich aus dem LKW, oder? Ja. Da hast du wirklich einen riesen Fahrkomfort drin. So, ich guck mal rein. Graues Holz. Gut, ist ja der aktuelle. Also Hubbett ist mit eingebaut. Komm, wir gehen mal ran. So, das ist die Front.
So, ich zeig mal gerade, der hat einen Steinschlag. Die Scheibe wird noch gemacht, nehme ich an. Ja, die ist schon bestellt. Ist schon bestellt? Ja, die ist bestellt. Die wird komplett erneuert. So, ein Jahr Gewährleistung. Das heißt, der hat ja noch Werksgarantie. Der hat Werksgarantie, ja. 1,5 Jahre Werksgarantie. Aber ihr gebt ja sowieso noch mal ein Jahr Gewährleistung obendrauf. Das heißt, wenn ihr den verkauft, ansonsten kann ich zum Kabelhändler gehen, kann alles machen lassen. Genau. Du hast ja, ich sag mal, dadurch, dass du die Werksgarantie hast, ist, ich sag mal, das ist ein neues Auto, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Da ist erstmal so nichts weiter dran. Du kannst natürlich zu jedem Kabelhändler fahren. Wenn du was mit Mercedes hast, fährst du zu Mercedes vor Ort, ne? Also Scheibe und so, das Auto kommt dann komplett aufbereitet, ja, nochmal in einem Zustand. Ja. Der wird natürlich erst aufbereitet, der wird erstmal grob natürlich gereinigt mit allen drum und dran, sauber. Und wenn der Kunde ihn dann kriegt, dann wird er nochmal gewienert. Genau. So, Aufbautür, auch die. Guck dir mal die Tür an, die dicke. Ja, also da kannst du wirklich im Winter mit fahren, ne? Und Dreifachverriegelung? Dreifach verriegelt. So, wer mag vorgehen? Wir haben ja zwei große Männer dabei, einmal 2 Meter und 4, das wird ein bisschen eng, deswegen suchst du dir schon immer die Hekis. Nee, geht. Geht. So, du darfst auch mal vor. Da unten ins Doppelbodenprinzip. Also kompletter Doppelboden, beheizt, alle Tanks innenliegend. Zentral verriegelte Küche, das ist also auch nochmal eine Besonderheit. Die wird automatisiert beim Losfahren, wird die gelockt. Kannst du elektrisch entriegeln. Kaffeemaschinenhalter ist hier mit dabei. Schönes Design. Ist natürlich dieses nordische Style-Paket hier drin. Wie Stauraum. Guck mal, auch hinten siehst du hier den Wohnraumteppich nochmal an der Wand. Ja, genau. Also da hast du wirklich eine super Isolierung und Hinterlüftung der Schränke. Also Fahrzeug ist wirklich sehr leise. Du bedienst das ganze Auto komplett über ein Bedienteil von Dometic. Und zwar alles. Vom Kühlschrank über das Hubbett, über alles. Hast du das schon mal angeschaut? Ich habe mir das tatsächlich schon mal angeschaut. Also auch die ganze Beleuchtung und alles wird alles über dieses eine Bedienteil gesteuert. Finde ich persönlich ziemlich angenehm. Ja, du hast parallel nochmal von Alde hier nochmal, da müsste irgendwo sein, das Bedienpanel drin. Entweder hier oder dahinter. Warte mal, es könnte eins weiter sein. Da könnte sein, dass da das Bedienpanel drin ist. Da ist es nicht. Aber wir finden es. Das ist aber gar nicht notwendig, weil die haben ein Kommunikationsmodul entwickelt, dass das komplett gesteuert wird über das Bedienfeld. Hier kann ich zum Beispiel auch sagen, Hubbett hätte ich gerne nach unten. So, die Sitze sind ja schon umgelegt, alles ist frei. Und wie von Geisterhand schwebt jetzt das Bett nach unten. Soundsystem, MBOX-System, Spurhalteassistent, Full LED. Also die Kiste ist wirklich voll, voll, voll. So, großes Hubbett mit eingebaut. Dann Vorhang mit drin, Lattenrost. Ich kann da mal drunter schauen, Rausfallschutz. Genau. Kann ich ein bisschen was sehen, die Leiter. So, und da drunter, jo, Tellern. Also 360-Grad-Teller. Ja Mensch, echtes Leder mit eingebaut in Schwarz als Kontrast. Ja, allein das große MBOX, also wirklich Vollausstattung. Der ist wirklich voll ausgestattet. Hubstützen, wir haben alles dabei. So, und dann längs Einzelbetten. Dann ist hinten rechts das, was du gerade gesucht hast. Das ist hier drin. Da ist es. So, damit kann man es bedienen. Man muss es aber gar nicht. So, jetzt habe ich gerade rote Beleuchtung, aber so nochmal weiß. Und da ist das alte Bedienpanel, was sich dann automatisch dann auch anschaltet. Das kannst du übrigens, das nettes Detail, du kannst die Heizung notgedrungen auf die Starterbatterie schalten, wenn du möchtest. Also wenn nichts mehr geht, denn ich glaube in Schweden ist nichts Schlimmeres als bei minus 30 Grad, die Heizung keine geht Heizung nicht mehr. Zu haben, ja. So, dann zwei Längsbetten, die ganzen Auflagen sind mit dabei. Dann auch hinten dieses Hotel-Feeling. Ja, total genial, ne? Gemütlich. Ich zeig das mal gerade. Hast du noch mal so eine Unterfütterung mit dabei. Jetzt haben wir schon zwei Autos, die ich intensiv kenne und auch so ein kleines bisschen lieb gewonnen habe. Ist ein Liebhaberstück, also nichts, was du jeden Tag auf der Straße siehst, gell? Nein, die siehst du noch nicht so häufig. Also weil Kabe, glaube ich, auch noch nicht so lange die Reisemobile baut. Ja.
Aber es ist sehr, wirklich sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Die bauen die sogar schon länger. Also ich glaube jetzt. Ich weiß aber nicht wie lange, aber. 8 Jahre, 10 Jahre sowas. In der Art. Sonst haben sie ja Wohnwagen gemacht überwiegend. Ne? So, Kleiderschrank. Auch hier mal bitte öffnen. Also alles nochmal mit diskret. Dann siehst du auch hier nochmal die Verstärkung, siehst du vom Möbelbau. Du hast an jedem Schrank hast du hier keine Spanngurte, die irgendwie drin sind, sondern ganz massive Alu-Profile drin, damit das sich ja nicht verzieht. Eine Tür ist mit eingebaut, die kannst du zumachen. Das Bad auf der linken Seite. Klimaanlage in der Mitte. Auch hier wieder zur Verstärkung große Profile an beiden Seiten. Haie! Du hast mich überzeugt, ich nehme 2. Es gibt aber nur den, oder? Es gibt leider nur den, ja. So ist es. Wir gucken gleich mal aufs Preisschild. Bin ich mal sehr gespannt, wie ihr den angeboten habt. Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Ja. Bitte mal das Bad öffnen. Hier ist die Dusche. Also große Dusche mit drin. Du schlägst dich gut mit den 2,04 Meter hier drin. Finde ich schon, oder? Ich kenne es ja nicht anders, ne? Ja, klar, aber. Oh, eine Cinderella, guck mal. Ja. Hast du schon gesehen? Eine Verbrennungstoilette. So, da ist eine Gasverbrennungstoilette ist mit eingebaut. Also allein die kostet mit Einbau, ich glaube, um die 6.000 Euro. Die ist auch schon mit drin. Handtuch, Heizkörper mit eingebaut. Weil der Einbau ist schon. Aber das ist, sieht aus, als wäre die wirklich ab Werk. Ich glaube, man kann die bei Kaba ab Werk bestellen. Als ob die da schon mit drin ist. Auch das lasse ich mal offen, aber sie sieht aus wie ab Werk. Also Cinderella funktioniert wie folgt. Man macht hier eine Tüte rein. Legt die drauf, ist auch schon die neue Cinderella mit eingebaut, dann wird sie aktiviert und beginnt den Verbrennungsprozess anschließend, egal ob das Pipi oder groß ist. Alles wird verbrannt. Dometic Tower mit Grill eingebaut. Ja, guckt euch das Video an, auch das Auto habe ich mal gefilmt. Dann Dunstabzug hier, schau mal drunter, geht nach außen. 3-Flammen-Kochfeld, Mineralstoff-Werkplatte. Zentralverriegelung, wie gesagt, beim Losfahren. Der Knopf, jetzt muss ich mal kurz überlegen, für die Zentralverriegelung ist sowieso offen. Der ist. Der müsste da, da oben sein. Nee, das ist der von der Kaffeemaschine. Der von der Kaffeemaschine, okay. Ja. Müssen wir mal. So. Ein Auto, glaube ich, haben wir noch. Oder 2 Stück haben wir noch, gell? Die wir filmen müssen. Ja. Dann schauen wir uns die mal an. Sollen wir mal das Preisschild schauen? Gefällt er dir? Wunderbar, ich finde ihn schick. Warum? Es ist eine nette Holzfarbe, nicht so aggressiv und ja. Ein interessantes Design. Es hat nordisch so ein bisschen, ja. Oder? Schwedisch. So stelle ich mir die Pippi Langstrumpf vor. Also 225.000 Euro, Mehrwertsteuer ist ausweisbar. Auto ist fast neu aus 2022, 18.700 Kilometer, 2,2 Liter Motor, 170 PS Automatik. Und wichtig ist natürlich die Höhe, nur 3,7 Meter. Gesamtmasse 5,5 Tonnen. Also der kann auch richtig was transportieren. Er steht bei Fairegge und Wels als Gebrauchtfahrzeug mit Garantie. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wenn Sie Lust haben, dann kommt doch zum Beispiel zum Maurice oder zum Haie. Genau. Und ihr habt aber noch mehr Leute, gell, die das Ganze machen. Wir haben noch mehr, genau. Tschüss. Tschüss. Viel Erfolg auch noch bei dir bei Fairegge und Wels. Tschüss.